Herzlich willkommen zu Fatih Akin präsentiert Gangsterfilme, Gangsterfilme aus aller Welt. Und die heutige Präsentation ist eine besondere, weil es sind zwei Filme, zwei in einem. Und zwar Gangs of Weshnapur Teil 1 und Teil 2, zwei in einem. Der Film ist von dem großartigen Regisseur Anurag Kashyap und ist aus dem Jahre 2013. Ich hatte das große Glück, die beiden Filme in einem Doppelfeature zu sehen, so wie Sie heute Abend, in Hamburg im Metropolis-Kino. Und Anurag war anwesend. Und ich habe so einen Film auch noch nie gesehen, einen Gangsterfilm, der Hollywood-Elemente, Film-Noir-Elemente des französischen Kinos und Bollywood-Elemente eben zu einem Mashup macht und zu etwas noch nie dagewesen macht. Und das Werk hat eine große Wucht, bildgewaltig, es ist voller Farben, es ist voller Ideen und Erzähllust, es ist das, was Kino sein soll. Und das kann ich nur von den Indern lernen, vor allem von einem lernen wie Anurag Kashyap, der nicht wirklich ein Bollywood-Regisseur ist, sondern er versucht, existenzialistische Filme zu machen, nachdenkliche Filme zu machen, Autorenfilme zu machen in Indien, aber immer wieder zu Bollywood-Motiven greift, weil seine Filme müssen auch kommerziell sein und natürlich ist es auch seine Kultur. Ein Kritiker hat mal geschrieben, dass Gangs of Weshnapur Scorsese, Dickens, Charles Dickens und Emile Zola zusammenbringt und ich finde, es ist auf den Punkt gebracht und überzeugen sich selbst heute Abend mit Gangs of Weshnapur 1 und 2.